Bei einer Veranstaltung des Bildungsforums ist die Frage aufgetaucht, warum Menschen mit Unterstützungsbedarf hier nicht leben und wohnen können. Dabei ist dann die Idee entstanden, ein Haus zu bauen, das den Bedürfnissen aller Menschen gerecht wird, damit auch Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf hier gemeinsam wohnen können. Das Inklusionshaus hat 14 Wohnungen, davon 7 Wohnungen in einer Wohngemeinschaft und 7 Wohnungen als Einzelapartment. In dem Inklusionshaus wurden Fenster und Türen der Firma Beverblast verbaut mit Beschlägen der Firma Winkhaus wie Aktivpilot, Panikverriegelungen und das Schließsystem BlueSmart. Wir als Familienunternehmen sind hier im Ort verwurzelt, wir sind hier aufgewachsen und von daher ist es uns auch ein Anliegen, hier die Vereine zu unterstützen und auch Projekte und ganz besonders das Inklusionshaus hier liegt uns natürlich am Herzen. Damit die Fenster auch von jemand in einem Rollstuhl bedient werden können, haben wir die Griffe nicht in der Standardhöhe angebracht, sondern unten am Flügel. Und dafür haben wir auf die Lösung von Winkhaus zurückgegriffen und diese Variante in unser Beschlagskonzept mit aufgenommen, dass wir da eine selbstständige Betätigung ermöglichen. Ein weiterer Vorteil ist der PAD-Beschlag, den wir hier eingebaut haben. Damit wird das Fenster rundum 6 mm abgestellt. Das hat den Vorteil, dass man den ganzen Tag über gesichert lüften kann. Aber speziell hier ist es auch so, dass es einfacher zu handeln ist für Menschen mit Beeinträchtigung als ein Kippflügel. Wir haben hier das elektronische Schließsystem BlueSmart eingebaut, das äußerst flexibel ist und bedarfsgerecht verwendet werden kann. Das heißt, wir können es programmieren, wie es benötigt wird. Im Falle eines Schlüsselverlusts lässt sich der Schlüssel einfach sperren und es müssen keine Schließzylinder ausgetauscht werden. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber wenn man hier vor Ort ist und sieht, welchen Einfluss das auf die Lebensqualität der Bewohner hat, dass sie sich selbstbestimmt, frei und selbstständig bewegen können, dann ist es einfach ein gutes Gefühl.